Ja, der weiße Hetzer ist immer noch damit beschäftigt und beißt und zerrt und die anderen bleiben vor dem Busch stehen. Nicht wirklich auf dich konzentriert, aber vor allem auf die Kappe und er geht hier rum um den. Er geht hier rum. Nee, ja, er bleibt da stehen, aber der andere lugt so ein bisschen um die Ecke rum. Ich habe mein Kurzschwert fest in der Hand und warte erstmal bereit zuzustechen, aber. Der andere Gatt ist hier oben, läuft weiter in die Richtung und da weiter dann versuchen, die Spur aufzunehmen. Der andere kommt zurück, immerhin haben sie aber gerade geschrien, dass er irgendwas hat. Du kannst auch sehen, wie er denen entgegenruft. Ich habe ihn nicht gefunden! Aber das sammelt sich gerade und du stehst komplett im Fokus. Dann ist Jana mit der 21 durch, 24 Raphim. Lass mich hier die Wand runter. Ich meine, es sind nur 2 Meter. Also ich 2 fasse Meter, hoch. ja, 3, 4, je nachdem, also 3 auf alle Fälle. Ja, der Zaun ist ja 2 Meter hoch. Ja, aber du stehst auf dem Dach. Ja, dann kletter ich auf den Zaun und vom Dach, Zaun auf den drittes Stockwerk, 3 ich Meter. würde gern ihr was auf Attack signalisieren. Warte. Ja, dann warte ich, wenn er mir das sagt. Ja, okay, dann lässt du deine Runden verfallen, weil Abelmir ist schon fertig. Gut, nächste Kampf von Abelmir. Ich würde dann ja, mein Stabseil wieder aktivieren und um den Deckenbalken das Seil rumschlingen Ja. und das andere Ende sozusagen aus dem Loch werfen. Ja, ich möchte gerne von Abelmir vorziehen Richtig, und. Obwohl, nee, richtig. freie Aktion kann ich immer machen, ne? Freie Aktion, 3 Worte. Wir müssen ihnen helfen. Ach nee, das sind 4 Worte. Hä? Kann ich nicht 4 Worte? Also, Ich weiß nicht. du hast 2 freie Aktionen und dementsprechend 6 Worte, ja. Ja gut, dann passt das ja. Wir müssen ihnen helfen. Ja, ich hab ja schon ein Seil runtergeworfen, für ihn locker runterkommen. Nicht springen müssen oder sonst wie krabbeln. Schwieriger. Gut, Ist eine Hilfe. dann wird dein Seil erstmal zu. Ja, dein Stab wird zu einem Seil. Noch was? Es ist 3, mal Raffin 2, dran, oder? Raffin ist 1. dran. Nee, ich bin als Letzter dran. Er kann vorziehen, aber jetzt du guckst zu, wie Raffin nichts macht. Du weißt nicht, was Ich Raffin muss ja macht. das Seil in der Hand halten, Du insofern bist durch, ja, als genau. Letzter. Genau, du bist durch, 18 dieser Runde. Ja, ich gehe wieder zur Stiege, weil ich kann das nicht mit ansehen, wie der die Leute da absticht, also wie da unten ein Massaker verübt wird. Willkommen in Romulus. Du siehst an der Stiege, wie jetzt 2 die Werkstatt untersuchen und dich noch nicht gesehen haben. Der Raum ist auch merkwürdig kleiner geworden. Okay. Ja, ich denke nicht, dass ich in dieser Kampfrunde noch was machen kann, oder ich muss mich hier erstmal darüber bewegen. Eine Aktion Position hättest du auf alle Fälle. Wenn du willst, kannst du dich auch runterstürzen mit. Das ist nicht wirklich Sturmern. Es ist ein Meuchelangriff. Willst du ihn meucheln? Willst du sie meucheln? Ich würde lieber wissen, ob ich mich orientieren kann Hast du oder ob ich auch dafür eine zwei. Aktion? Ah, ne, eine Aktion hast du, wenn du Aufmerksamkeit hast. Ja klar, habe ich Aufmerksamkeit. Ja, Gut, dann dann eine ist sie Aktion jetzt 4 höher. dahingehen. Bin ich auf der 22. Okay. Ja, die untersuchen die anderen 2, 3, der weiße Hetzer kommt hinterher, auch die landen in der Werkstatt. Der Hund springt direkt durch die Mauer hindurch und fängt da an, hinter der Mauer zu schnüffeln. Gibt laute Aufschreie von den erhaltenen Gardisten und du siehst auch, wie der erste hinter die Mauer geht und ungläubig die Illusion dann durchschaut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der kommt hinterher, du hörst weiteres Sprudeln. Der Lord der unheiligen Bewegung stellt sich auch mit einer Aktion dahin. Er hat immer noch kein weiteres Ziel. Aber der Bewegungsstören ist immer noch aktiv. Er hat einen schweren Hammer in der Hand, den er jetzt von seinem Rücken geschnallt hat, und ein großes schwarz-rotes Zauberbuch. Die anderen. Ich möchte vorziehen. Okay, dann Hat aber zuvor. mit einer Frage, was werden die Jungs tun? Ich habe ja mehr. Genau, also, du hast Meini und bekommst die Information. Erhalten wir das will hier hingucken, will jetzt wissen, was hinter dem Ding ist. Kannst du natürlich vorziehen. Er Den bleibt hier würde ich tatsächlich stehen. passieren lassen, ja, er bleibt da stehen. Er bleibt hier stehen, beziehungsweise tritt an seinen Hund heran, direkt in Verbindung. Er kommt hier näher ran.
Ja, lass ich erst nochmal durchgehen. Gut. Ich warte noch auf den richtigen Moment, um jemanden zu meucheln. Tritt heran. Den Hund direkt aus dem Busch heraus. Ihn wirst du nicht ganz erreichen. Da müsstest du sonst tatsächlich den Busch verlassen, aber den Hund, den weißen Hetzer, kannst du definitiv meucheln. Nur ist der Hund nicht meine Sorge. Okay. Also wenn entweder der jetzt zu dem Busch kommt oder der weiter vorne geht, dann werde ich mich wohl anpacken. Gut, dann habe ich alle meine ehemaligen Gardisten bewegt und du darfst handeln, denn du hast nicht vorgezogen. Ja, dann 21. Ich warte. Du hast nichts. Iserun hat diese Runde schon gehandelt. Nee, hat sie nicht. Oder? Hat sie? Nee, du bist jetzt auf die 22 gegangen. Ja, also in der letzten Runde bin ich auf die 22. In der letzten Runde? Dann darfst du. Ah, das ist jetzt echt die Frage, was wir machen. Wir können nicht länger getrennt bleiben. Drei, entweder müssen wir... 2... Komm zu uns. Nein, wieder! Mein Gott, dann gehe ich halt zu den anderen und scheuch die Mägde und so, aber vor mir her, dass die mit uns rausspringen. Aus dem Fenster. Ja. Gut. Ja. Das heißt, du sammelst jetzt so leise wie möglich, mit einer weiteren Schleichenprobe, die Leute, die jetzt hier oben in ihren Schlafsäcken liegen. Wie gesagt, du hast den Zeit erkauft, dass sie dich nicht verraten, dass sie aufschreien und ihr eigenes Leben retten, aber du weißt ja, was sie mit den anderen Besitzern sonst gemacht hätten. Ja, und das war jetzt nichts. Für dich, du selbst bewegst dich wohl nicht, aber die anderen sind jetzt wohl ziemlich laut, es raschelt irgendwie Stroh und Balken quietschen und du siehst, wie jetzt zwei irgendwie das nach oben schauen und dich am Loch erblicken. Auf ihm. Ja, ich nehme das Seil und kletter da jetzt runter. Gut. Ja, leise genug, dann stehst du draußen. Ich schicke Jaras und Mira einfach mal. Ja, noch bleiben sie oben. Nächste Kampfrunde. Abelmeer 16. Ich würde ihm nachfolgen. Bis ich unten angekommen bin und halte unten das Seil weit in der Hand. Falls Isarin runterkommen will noch. Dann kannst du das tun. Das dauert dich auch zwei Aktionen. Kiaras wird folgen. Den checke ich einfach mal mit. Gemeinsam mit Mira. Dann sind die, ihr halten wir das nur der Lord. Es wird weiter Meldung gemacht. Da oben ist jemand. Alarm. Damit hast du die, ja, der weiße Hetzer ist mit der Illusion beschäftigt. Der andere ist mit der Illusion beschäftigt. Die stehen also irgendwo hier in dem verkürzten Bereich in der Werkstatt. Die anderen klettern jetzt die Stiege hoch. Zumindest der erste. Das dauert zwei Aktionen. Der andere holt seinen Bogen raus. Der Lord rückt nach. Eine freie Aktion. Sieht dich und fängt jetzt an zu zaubern. Ein weiteres Gemurmel auf Zayat, eine weitere Magiekundeprobe, was jetzt folgt. Magische Analyse. Solange deine Sicht während des Zaubervorgangs verliert, schlägt der Zauber fehl. Das ist richtig, plus 15. Hä, meiner plus 15 jetzt? Deine plus 15, aber mit der Spezialisierung. Magiekunde. Du es ja. Nee, knapp nicht. Ja, irgendwas unverständlich. Also, du verstehst wohl, was er da tut. Irgendwas Borberadianisches oder Lolgramotsches, was er da jetzt anfängt. Ein Telekinese-Zauber definitiv, aber du weißt nicht welcher. Dann 21. Die anderen habe ich noch nicht bewegt. Ich möchte erstmal wissen, was die tun. Ja, die bleiben da stehen. Exakt so. Die bleiben da stehen, suchen. Also, er fängt an zu suchen. Er schaut ihm hinterher. Der andere schnüffelt und nachkommen dann. Ein bisschen weiter nach vor. Jetzt könntest du ihn quasi auch murcheln. Ja, okay. Und dann guckt er gerade zu mir? Ja. Also nicht zu dir, aber zum weißen Hetzer. Und hier, also sein Sichtfeld ist noch groß genug. Doesn't matter. Ich murchel ihn. Es kommt von hinten. Das ist ein Angriff minus... Ja, nee. Also Isarun hätte eben murcheln können. Er ist definitiv in Alarmbereitschaft. Das ist nicht die Frage. Ist das von hinten? Von hinten ist eine minus 5. Keine minus 8. Ja, das ist minus 5, das weiß ich. Ja. Nur darf er sich dagegen nicht verteidigen. Das ist richtig. Entsprechend ist das ein Hammerschlag oder ich mache einen Meuchelangriff. Entsprechend setze ich da den mir regelmäßig, irgendwie von den Regeln her erlaubten, gezielten Stich rein. Ich merke an dieser Stelle an, ich führe das Kurzschwertmarker Einsinger nicht mal an der Verbindung. Gut.
Dann geht's auch nicht mal die Werte. Warte kurz, ich muss die raussuchen. Gut, Schwert. Ja. Würfel doch einfach mal den Angriff. Du hast recht, ich mache nochmal W20. Also ich möchte. Wahrscheinlich, sowas wie ein W6 plus 4 oder plus 5. Egal was passiert, ich möchte 8 Punkte Erschwernis für Schaden. Das ist ein gezielter Stich, ne? Nein. Meuchelangriff ist dann plus 8. Das ist Meuchelangriff. Plus 8, eine Rüstung vorbei und eine Wunde. Meuchelangriff ist keine plus 8. Warte kurz. So. Meuchelangriff ist keine plus 8. Meuchelangriff ist einfach um 5 erleichtert und sonst nichts. Ich nehme mir die 8 Punkte für Schaden. Gut, ich würfel jetzt erstmal. Nur das, was vorher gesagt ist, das kommt aber auf jeden Fall durch. Ich habe keine Zone angesagt, entsprechend gebe ich dir die erstmal. Das ist nur der Schildarm, also sagen wir mal die Schulter. Das ist dreifacher Schaden plus 8. Gucken wir uns das an. Das sind 38. Plus eine Wunde, plus eine Wunde, weil ich nehme an, seine gesenkte Wundschwelle ist nicht unter 10. Beschreib halt die Szene. Und ja, dann springt aus dem Gebüsch, zieht auf seinen Hals, erwischt ihn aber nicht so ganz, schlägt ihm das Kreuzschwert von hinten durch die Schulter. Reißt noch einmal kräftig dran und er ist nicht ab, aber den Arm wird er so vermutlich nie wieder benutzen, wenn er überhaupt überleben würde. Ja, Blut sprudelt, er keucht, vielleicht hast du irgendwie da die Lunge erwischt, als sein Schwert wieder rausgezogen wird, das kannst du ein leises Fiepen hören. Und dann ist die erste Aktion durch. In der Tat. Eine Aktion hast du noch. Wenn ich jetzt frage an dich, wenn ich jetzt meine Halbhänder ziehe, kriege ich die dritte Aktion, trotzdem wäre es nicht so. Ich habe eben schon genau darauf geachtet, dass du mit dem Kurzschwert keine drei Aktionen hast. Kann ich noch, wurde ich schon bemerkt, kann ich den Hetzer noch meucheln? Meucheln kannst du ihn jetzt nicht mehr, jetzt ist er Kampf. Aber du kannst ihn mit voller Wucht den Rücken hauen. Ich kann ihn mit voller Wucht den Rücken hauen. Was sie ihn vermutlich auch umbringen. Ja, genau, er steht im Rücken zu dir. Gezielter Stich auf den Hetzer. Ja. Ja, das ist ein guter Plan. Das ist erschwert um 4. Er hat eine Rüstung von 1, 2? 2. Natürlicher Rüstungsschutz. Also haben wir insgesamt erschwert um 5. Erleichtert um 5 mal von hinten, richtig? Ja. Dann möchte ich noch. Ich weiß nicht, wie die Zielerschwernisse sind. Wie steht Praios dazu? Dem ist das egal. Praios hat im Kampf nicht so viel zu melden. Also Praios möchte, dass ich offensichtlich vorgehe. Da kannst du mir gerne einen Strick hinterher aufdrehen. Aber im Kampf selbst macht er nicht so viel. Im Kampf? Na gut, du bist kein Rondrianer. Würfel deine Probe. Ich überlege gerade, ob ich auf eine Zone zielen möchte. Ich muss nur gucken, wie deine Erschwernisse sind. Sorry, das mache ich alles nicht so oft. Nicht gezielter. Hier. Erschwernis für die Brust wären 6 Punkte, für den Bauch nur 4. Der Bauch ist von hinten auch der Rücken. Ist glaube ich egal, weil du keine Tierkunde für weiße Herzen hast. Du hast recht. Also ich kann eine Tierkunde würfeln, aber ich würfel eine Tierkunde. Wie klingt das? Dann 5 reichen nicht. Ich meine, die 5 reichen nicht und du hast eine Tierkunde gewürfelt. Damit ist deine Aktion durch. Warte, das hast du nicht gesagt. Doch, wenn du eine Probe das haben wir noch nie so gemacht. Das haben wir bei der Seeschlange nicht so gemacht. Bei der Seeschlange habe ich gewürfelt und direkt zugestochen. Plus oder Minus? Muss ich raten oder soll ich würfeln? Plus. Hast du ein Schwein? Minus hättest du nicht gewollt. Und in diesem Fall, gut, das ist eine Plus-Minus-Null, das ist ein garantierter Treffer, ich würfel trotzdem um. Also du weißt nicht, du kannst keine gezielte Zone ansagen. Ich glaube, das ist nicht okay. Geschafft, ne? Doch. Ich habe Erschwernis 5. Ja. Erleichterung 5. Also hast du nur eine Plus 5 angesagt. Ich führe im Übrigen abgeleitet von 1,5 Hände. Ich habe den Talent der Schwerter nicht. Deswegen ist die Attacke niedriger. Was ist denn mit dir? Nur 21 ist hart. Hier hast du erstmal eine Trefferzone. Dann hast du hier noch einen Schaden. Oh, das ist leider gar nicht gut. 1,6 plus 5, Rüstungsschutz 2, 4. Ja, der Rüstungsschutz wird umgangen. Ach so, weil es gezielt. Ja, okay. Ich kenne seine Wundschwelle nicht. Wie ist seine Wundschwelle? Die Wundschwelle von dem Ding? Ja. Die eingetragen? Das muss ich gerade mal bei Fantasy Grounds gucken. Er ist nämlich kein Dämon, er ist ein Chimäre. Wie heißen die? Weiße Hetzer? Weiße Hetzer.
Ich spoilere dich schon mal wahrscheinlich. Habe ich nicht eingetragen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie eine Konstitution von 14 haben. 14 sind 7. Damit haben sie eine 7er Wundschwelle gesenkt um 2 durch den 7 Strich. Damit sind das für ihn 2 Wunden. Wie Eisern? Warum hat er Eisern? Tiere haben nicht. Eisern. Tiere haben kein Eisern? Na gut, dann. Wie ist denn der Gefahrenwert von einem Weißen? Ach komm, das gucke ich jetzt nach. Er hat im Ring Wundschwelle. Nee, gesehen. Das gucke ich jetzt nach. Also ich lasse mich. Wege der Zauberei, Seite 230. Okay, Wege der Zauberei habe ich schon 230. Ja. Auf der rechten Seite, Weißer Hexer. Gefahrenwert 10. 10. MR 7, Gefahrenwert 10, ja. Okay, 5. Wunschwelle 7. Wunschwelle 7, dann war meine 14 doch gar nicht so schlecht. Richtig. Das heißt, das ist eine Wunde am Fuß. Das sind zwei Wunden. Achso, weil du im gezielten Stich eine Wunde ausgelöst hast und dann die zweite machst. Okay, da gibt's ein Heulen. Ja, es gibt vor allem erstmal, bevor er heult, gibt's ein Selbstbeherrschung. Erheulen wird er so oder so. Ja, okay, aber trotzdem gibt's erstmal Selbstbeherrschung. Hat er den geschafft? Schaden über 16. Erschwert um den Schaden? Nee, das schafft er. Der bleibt stehen. Okay, dann brauche ich noch eine erschwerte Macht. Er hat nicht gerade 18 Schaden gefressen? Das war der andere. Er hat 6 Schaden gefressen. Also er wird durch die Wunden wird er behindert, aber er kann weiter kämpfen. Wenn du das meinst. Ja, das wollte ich wissen. Und du hast nicht den anderen Halbänder gezogen, sondern immer noch Kurzschwert. Dieser ist korrekt. 22. Ja, erzähl mir doch nochmal, wie viele mich gesehen haben, beziehungsweise in meiner Sichtweite. Aktuell 3. Einer klettert die Leiter hoch und ist jetzt dann neben dir. Also wenn die Kampfrunde endet, ist er neben dir. Dann hat er seine 2 Aktionen zum Hochklettern benutzt. Der Lord der unheiligen Bewegung zaubert gegen dich. Er wird irgendwann fertig sein, du weißt nicht wann. Und ein weiterer Jäger, der dich sieht und seinen Bogen zieht. Alles klar. Und der vierte, der gammelt irgendwie. Der vierte mit dem weißen Hetzer ist hinter der Wand und du weißt nicht, wo er ist. Irgendwo im Werkstattbereich. Dann sag mir doch mal bitte die höchste Magieresistenz von den dreien. Das wird die vom Paktierer sein. Geh mal von einer 7 aus. Alles klar, 7 plus Anzahl der Personen plus 10. Dann mache ich nämlich jetzt einen Blitzdurchfind auf die 3. Plus 10. Gespannt. Kannst du den? Ja. Natürlich kann sie den. 10 hast du? Ja, so. Nee, THW 20. Ja. Das bedeutet, die können jetzt, ich weiß nicht, was für eine Ini die haben, aber wenn die nicht 21 mindestens ist, 19. Dann sind die jetzt erstmal, können die für 5 Kampfrunden lang gar nichts machen. Dann sind sie auf Initiative 1, ne? 0. Also mein TAW, ne? Beziehungsweise ZFW wird halt von deren Ini abgezogen. Ja. So, und die ZFP-Sternchen. Die zählen als Erschwernisse auf Zauber und Fertigkeitsproben. Auf Zauber gegen. Ja. Scheiße, ja, ich dachte, ich kriege wenigstens den Zauber durch. Vielleicht würfel ich an der Doppel-1. Noch irgendwas? Dürfen sie nicht orientieren? Nein, orientieren dürfen sie sich nicht. Und wenn sie irgendwie im Nahkampf oder so. Kampfrunden. Und 5 Kampfrunden. Genau. Gut. Das war die erste Aktion. Ein lauter Schrei. Ja, 3 laute Schreie. Genau, erste Aktion und mit der zweiten würde ich mich dann meinen Gefährten anschließen. Die Mägde, nehme ich mal an, haben sich in der Zwischenzeit auch auf den Weg gemacht. Die sind jetzt gemeinsam mit dir auf dem Weg. Alles klar. Dann huschen wir alle davon. Ja, eine Aktion hast du noch. Damit stehst du am Fenster, kannst noch nicht durchklettern. Aber die anderen das ist okay. Die anderen werden das tun. Rafim. Was ist nochmal die Standard-GS? Es war nicht 10, ne? Standard ist 8. Wenn du Gewandtheit über 15 hast, kriegst du noch einen oben drauf. Über 15 oder auf 15? Über. Oder wenn du flink bist, aber das haben die meisten Helden nicht. Das Einzige, was an Rafim flink ist, sind seine Finger. Wie das? Ja. Ich habe nämlich gerade meine Armschiene und Beinschiene hier an wegen der Kletterpassage, deswegen habe ich gerade keine Behinderung. Gut, dann fängst du in einen Sprint. Nächste Kampfrunde. Die Bakterier und Ereignerlisten können halt nichts tun. Schreien. Wir ziehen Jalan vor auf der 21.
Ich freie Aktion, ich lasse den durchfallen, also das Kurzschwert fallen und ziehe meinen Rapier mit einer Aktion. Damit ist der Dolch auch, oder damit ist das Kurzschwert auch weg. Naja, es liegt halt hier. Ich wollte nur sagen, also du wirst sicherlich das. Wir gucken uns an, wie der Kampf ausgeht, aber. Wenn ich wegrenne, habe ich ein Kurzschwert Marker Eisinger verloren, ja. Ja, das wollte ich. Dafür kann ich mich gerne von ihm ankacken lassen, aber mein Überleben ist mir gerade wichtiger. Okay. Drei Aktionen fallen lassen, nächste Aktion Schwert ziehen. Darf ich ziehen. Ja. Eine Aktion hast du noch? Da ich kein Schnellzieher bin, muss ich das so. Und die Aktion hebe ich auf. Ich muss ja noch parieren. Gut. Oder ich gucke erstmal, was die Jungs tun. Habe mir. Ich Isarun muss ja noch warten. Hinterher, genau, du musst noch warten. Dann müsste Isarun jetzt vorziehen, damit du handeln darfst. Ja, das kann ich gerne tun. Das ist fair. Dann ein, zwei Aktionen durchziehen, einmal durch das Fenster und dann kannst du auch runterklettern, sollte passen. Ja, aber mir ist jetzt die Frage, willst du auf die Zivilisten warten und ihnen die Kletterhilfe anbieten? Wie viel sind es denn noch? 5. Wie lange wird es dauern? 5 Kampfrunden. Können halt auch springen. Aber mir, das ist keine Zeit für falsche... Ich warte auf die ersten beiden noch. Ich warte noch eine Kampfrunde. Okay. Also, dann einer Person, die du weiterhältst. Und ruf dir zu, alle zugleich! Alle zu... dann fallen alle runter. Nicht alle gleich, da ich jetzt durch das Fenster wühlen. Okay, würfel mal eine Überredenprobe. Überreden ist Gesellschaft. Ich liebe diese Karten, wenn das einfach so taktisch ist und die Kämpfer einfach nicht nur Attacke und Parade sind, ne? Du weißt, wenn ich auch einfach in den Bullshit. Also, ich meine, du willst sie gerade dafür überreden, vor Leuten wegzulaufen, wie sie umbringen wollen. Ich glaube, da kriegst du einen Bonus. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ich hab's so geschafft, wie gesagt. Ja, 2 Punkte. Abelmir ist fertig. Jalan hatte vorgezogen. Eine Aktion habe ich noch. Achso, warte mal. Ja, hatten wir das. Ja, ich hätte jetzt noch gewartet, aber du denkst dran, dass meine noch handeln dürfen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt 2. Das ist einer mit 0 und 1, 2, 3. Keine Ahnung, muss ich gerade gucken. Ja, dann ist Abelmir fertig. So, 19. Einer ist tot. Ich zieh auch vor. Gut, dann ziehst du erst vor. Warte mal, ich kann... Wie weit kann ich... Warte mal. Du kannst mit dem Sturmangriff von hinten kannst du Geschwindigkeit mal 3, ne? Ja. Geschwindigkeit mal 3. Wen soll ich denn da von da Sturm angreifen? Naja, ich meine... Einmal ein Hexer. Du kannst, wenn du dran vorbeirennst. Dann nimmst du einen Passierschlag von dem Hetzer hin, aber es ist ein Hetzer, der hat nicht so viel AT. Ja, ich stelle mich einfach hier hin, dann habe ich nämlich... Warte mal... Das ist ein Hetzer, Sturm erschlagen. Ja, scheiß auf den Hetzer. Jalan ist dick eingepackt. Ich meine, aber wenn du dir den Hetzer packst, kann ich nächste Runde einen von den Säcken... 3... Stell mich hier neben Jalan und dann ist meine erste Aktion auch over. Okay, mehr möchtest du noch nicht machen? Nö, ich habe ja 3. Gut, dann fange ich an mit dem weißen Hetzer. Der beißt, der dreht sich um und beißt nach Jalan. Achso, genau, wir haben ja gerade WDZ offen, ne? Dann kann ich gerade mal schauen. Sie haben eine Reaktion und 2 Angriffe. Mit einer Reaktion muss er sich umdrehen und dann werde ich dich jetzt 2-mal angreifen. Mhm, AT-14, damit komme ich, kann ich leben. Ihr halten gedisst. Denkt dran, er schwört um 1, weil der Junge in Überzahl, also in Unterzahl ist. Nee, warte, er geht noch bei Parade. Vergiss das. Ich muss gerade gucken, da ist der weiße Hetzer. Dann werde ich dich 2-mal beißen. 1, 2. Das ist geklappt. Mhm. Und 1 und 2-mal Schaden sind 8 gegen die Zone. Ich das Bein und dann nehme ich Schwert an. 4 und 8, 3, insgesamt 7 Punkte Schaden. 7 Punkte Schaden. Dann lass mich gerade noch überlegen. Deine Rüstung ist, du bist gerüstet, dein Kopf ist einmal weg, ne? Ja, dein Kopf ist 1 niedriger. Er ist nicht weg, ich besitze einen Helm. So, das war der weiße Hetzer. Jetzt kommen meine Irrhalkengardisten. Da habe ich 1 Angriff. 4 Meter. Da kann ich dich sogar Sturm angreifen, aber ich werde eine Aktion Position machen und dich. Du willst dich in den Busch stellen. Da möchte ich aber Erschwernisse für sehen. Okay. Beziehungsweise warte. Der weiße Hetzer macht eine freie Aktion und stellt sich einen daneben. Dann frisst er einen Passierschlag von mir. Nein, freie Aktion. Er stellt ist sich egal, auch Bewegung mit freien Aktionen. Er bewegt sich nicht aus deinem Angriffsradius raus, er bleibt im Aber Haus. Dann bewegt er sich in meinen hinein. Ne? Also wenn das er ist jetzt okay, dann darfst du ihn passieren. Ach, komm. Dann bleibt er da stehen. Dann wird der Ehrhagen-Gardist hier einmal zack und dann... Ich greife wieder Jalan an, das ist lustig. Möchtest du einen Sturmangriff machen?
Ich mache den ersten. Der erste geht dahin und macht dann einen Angriff gegen dich mit seinem reißenden Schwert. Okay. Parieren? Das kann ich mir aussuchen nach dem Angriff. Ich habe Kampfgespür und mehr. Nee. Okay. Aber nein, ich pariere nicht. Du parierst den nicht. Dann bekommst du 10 in. Nichts den Kopf, denn den Schildarm, das geht auf 5 runter. Gut, dann kommt jetzt der Sturmangriff. Und den lasse ich auflaufen. Den lässt du auflaufen, das kannst du dann gerne tun. Denk dran, dass er um 6 Punkte erschwert ist. Ja. Jetzt ist die Frage, du hast dein Schwert wann gezogen? Anfang dieser... Ich habe keine dritte Aktion, falls du dich das wolltest. Genau, Anfang dieser Runde. Und zwar 21 minus 4. Dann hast du es auf der 17 gezogen. Er greift dich auf der 19 an. Ja, das ist egal. Ich habe jetzt meine erste Aktion ist vor seiner ersten Aktion. Ich würfel. Da ich mir Inni habe, ist meine erste Aktion vor seiner ersten Aktion. Das heißt, was auch immer ich in meiner ersten Aktion tue, ist auf jeden Fall vor ihm fertig. Gib mir doch mal eine 1. Ich habe doch mal eine 1 verdient. Würde ich aber auch sagen. Sturmangriff würde durchgehen. Nee, wird er nicht, weil er um 6 erschwert ist, da er eine Distanzklasse durchlaufen muss, die er nicht hat. Siehe WDS Seite, ich weiß nicht, 182 oder so. Gegenhalten unter Sektion auflaufen. Das ist doch hässlich. So, das ist für mich um 3 erschwert. Jetzt bummst du. Ja! Und ich bumm's den Typen weg. So, ja. Jetzt kriegt er meinen Schaden. Dann kriegt er, wie ist seine Geschwindigkeit? Nur 6, ja? Ja, ich hatte eine 6. Dann kriegt er nämlich seinen Sturmangriffsschaden, nämlich die Hälfte von 6, also 3, plus die 4 aus seinem Manöver, das haben wir letztes Mal falsch gemacht, die kriegt er nämlich auch noch. Also kriegt er insgesamt nochmal 7 Schaden oben drauf. Das ist gar nicht mal so viel, auch nur die 1, das sind nur 17 Schaden. Warum wirklich so Schaden im 1? Nur ins Bein und das wird natürlich verdoppelt, weil das hier ein... Warte, ich muss es bestätigen. Lass mich kurz den Bestätigungswurf schmeißen. Würfelst du jetzt keine 20? Das ist entsprechend auch gelungen. Also kriegt er nur 24. Ich weiß nicht, ob der Sturmangriff Schaden mit verdoppelt wird. Sagen wir gnädigerweise mal nicht. Also nur 19. Ja, nicht, weil es Ansagen ist. Weil es eine Manöver ist. Ja, sehe ich nicht. Also nur 19 plus 7. Hast du mal keine 1 gewürfelt, ne? Wie viel? 19 plus 7? Das ist 19 plus 7. 26. Kriegt er nur 26 ins rechte Bein. Und aber wir sind noch nicht fertig. Ich nehme mal ein Kampfgespür und so. Das ist nämlich egal. Er kriegt trotzdem den Passierschlag. Den er davon bekommt, weil er seinen Sturmangriff verkarriert hat. Und entsprechend ist das nochmal Schaden. Ja, wie du ihn hinrichtest. Es sind nur 13 Punkte in den Schwertarm, den er hier noch mitbekommt. In einem schön durchgezogenen Schlag. Und natürlich noch, ich weiß nicht, was wichtig ist, aber ich möchte gerade würfeln, nochmal 5 Punkte in hier runter. Oh, dann will ich aber eine schöne Szene haben. Ja, dann ignoriert den einen, weil er bereits auf den anderen eingeschossen ist. Die beiden blicken sich einen Moment lang an, dann rennt er los. Dann kniet sich ein wenig ab. Fängt den einen Schlag, der gerade reinkommt, mit seiner Schulter ab, was ihm reichlich wehtut, da es nicht mehr gewohnt ist, keine Panzerung zu tragen, zumindest so wenig. Und wirft sich dann mit dem Schwert voran in den Irrakengardisten rein, der nicht bedacht hat, dass ihm die Reichweite fehlt. Und so taumeln die beiden einen Moment lang zu Boden, bis Jalan sich dann siegreich aufrichtet.